Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jessie packt aus. Heute mal ohne die Jessie. Was packen wir heute aus? Heute packen wir die Huawei FreeBuds 2 Pro aus. Direkt aus China importiert von unserem Partner CECT Shop. Dazu mehr unten in der Verlinkung bei dem Video. Ich hatte damals schon mal die 1er FreeBuds ausprobiert, getestet und für gut befunden. Heute gibt es zuerst mal nur das Unpacking und das Hands-on für die FreeBuds 2 Pro. Was machen wir mit dem FreeBuds 2 Pro? Wir packen sie aus. Ich probiere sie zumindest dann mit meinem Mate 20 Pro zu aktivieren. Das Ganze, ihr seht es hier auf der Rückseite auch, ist alles auf Chinesisch. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe ja. Das Ganze wird jetzt auch gefilmt von meinem Mate 20 Pro. Also da müssen wir dann umswitchen. Danke auch an meine Tochter Lena. Hallo Lena. Die die Kamera bedient. Huawei FreeBuds 2 Pro. Vorgestellt letztes Jahr zusammen mit dem Mate 20 Pro. Nie nach Deutschland gekommen. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben. FreeBuds 2 abgesagt. Jetzt haben wir uns die, wie gesagt, direkt aus China besorgt. Die kosten um die 100. Bevor ich die Dinge jetzt dann auspacke und im ersten Betrieb nehme, erzähle ich euch noch kurz die technischen Spezifikationen. Also die Dinge haben Bluetooth 5. Sie halten ungefähr 2 bis 3 Stunden pro Ladung. Dann kann man sie in der mitgelieferten Ladeschale wieder aufladen. Das Geile daran ist, diese Ladeschale lädt induktiv. Also ich kann sie auch mit meinem Mate 20 Pro Reverse Charging aufladen. Das ist geil. Was auch geil ist, ich kann es mir jetzt noch gar nicht so vorstellen, ist, die haben irgend so Bone ID, nennt sich das. Also die erkennen die Sprache anhand den Knochen im Körper. Wie das genau funktioniert, ich weiß es nicht, habe ich mich auch nicht schlau gemacht, werde ich aber im Laufe des Tests, ich werde das Ding ungefähr 2 Wochen lang testen, dann kommt der große Test bei uns auf Huawei-Blog, werde ich das natürlich auch testen. Was nicht geht, was die Dinge aber in China können, man kann mit denen bezahlen. Hier bei uns geht's nicht. Die Dinge haben 420 mAh Akkulaufzeit. Also inklusive der Ladeschale. Das heißt, man kann sie 20 Stunden lang benutzen, muss sie aber zwischendrin, ich habe es vorher schon mal erwähnt, immer aufladen. Nach 2 bis 3 Stunden in die Ladebuchse und dann kann ich sie wieder, nach ungefähr 10-15 Minuten, kann ich sie wieder 2-3 Stunden nutzen. Sie sind IP54 zertifiziert, das heißt, ich kann sie auch im Freien nutzen, auch wenn es regnet. Werden sie nicht kaputt oder gehen sie nicht kaputt. Ich könnte sie theoretisch auch zum Sport nutzen, werde ich mal ausprobieren. Ich weiß nicht, die Dinger schauen ziemlich rutschig aus, ich weiß noch nicht, wie sie im Ohr halten. Ich werde es testen, auch da, also die sind auch schweißresistent, rein vom Technischen müsste das funktionieren. Sie haben High-Res Audio-Qualität, steht auch hier drauf. High-Res Wireless Audio, einfach eine bessere Datenqualität, was die Übertragung von Musik vom Handy auf die Lautsprecher direkt ins Ohr anbelangt, werde ich natürlich auch testen. Was gibt es noch zu sagen? Ah ja genau, die haben eine Rauschunterdrückung, also wenn es draußen windig ist, wenn der Wind rauscht, merke ich zum Beispiel auch bei meinem Bose QC35, dann hört man einfach diese Geräusche, obwohl eben auch die Bose Rauschunterdrückung haben. Ich bin gespannt, wie es bei denen läuft. Die haben eben auch KI gesteuert Rauschunterdrückung. Mal schauen, wie das dann beim Telefonieren ausschaut. Was haben wir noch? Das war es eigentlich schon soweit. Ich hoffe, ihr schreibt es mir auch unter diesem Video noch ein paar Kommentare, was ich im Test dann nochmal testen soll. Ich habe leider jetzt keine, das war auch schon eine Frage bei uns in der Facebook-Gruppe, ich habe jetzt leider keine AirPods von Apple zur Verfügung, also die kann ich nicht direkt miteinander vergleichen. Was ich vergleichen kann und auch vergleichen werde, ist die Qualität bzw. die Anwendungsweise
bei einem Mate 20 Pro. Also ich werde sie mit meinem Mate 20 Pro werde ich sie koppeln und ich werde sie auch mit dem iPhone 8 Plus der Freundin koppeln und verbinden und schauen, wie es dann mit denen oder mit dem Apple-Gerät ausschaut. Ja, das war es eigentlich soweit. Ich würde sagen, nach dem Intro starten wir einfach mal geschmeidig mit dem Auspacken. Viel Spaß! So, los geht's. Dann machen wir das gute Ding mal auf. Zuerst die Zellophanhülle. Dann hier an der Seite. Schauen ein bisschen anders aus als auf der Verpackung selber. Dann, was ist drinnen? Einmal die FreeBuds 2 Pro. Dann die Ladestation. Die Ladestation mit USB-C-Anschluss. Die Dinger halten 4 Magnetisch, also die fallen nicht raus. Hier sieht man auch schön die 4 Ladelichter, also die sind voll aufgeladen. Dann, was haben wir noch drin in der Verpackung? Schaut aus wie Bedienungsanleitung und Kabel. Drin ist die Bedienungsanleitung auf Chinesisch. Ja, schön. Kann ich jetzt leider gar nichts damit anfangen. Und das USB-C-Kabel. Genau, das steckt man hier unten dran und dann in ein Ladegerät und kann sie dann aufladen. Genau. Dann schauen wir, was hier noch drinnen ist. Kann man das auch noch aufmachen? Nein, das ist alles fest. Das geht nicht mehr auf. Das war's. Also das ist in der Verpackung drinnen. Die 2 FreeBuds. Einer davon wiegt ungefähr 4 Gramm. Mit Metall, Rot, Rahmen, Inlay. Keine Ahnung, wie das Zeug heißt. Und wir werden das Ganze jetzt dann probieren zu koppeln. Okay, geht gleich weiter. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das Ganze koppeln können. Wie ihr seht ein paar Bilder, ihr seht chinesische Schriftzeichen. Ihr könnt es nicht lesen, ich kann es nicht lesen, aber es sind auch Bilder dabei. Das heißt, ich schalte jetzt erstmal Bluetooth ein, beziehungsweise gehen die Bluetooth-Einstellungen von dankenswerterweise von meiner Tochter zur Verfügung gestellten Huawei P10, wo ich übrigens diese wunderbare Hülle erwähnen soll. Wow. Okay. Ich öffne die Ladeschale und hinten an der Ladeschale ist so ein bisschen eingelassener Druckknopf. Den drücke ich jetzt mal ein bisschen länger. Ihr seht, die Farbe ändert sich. Das fängt zu blinken an.
jetzt gehe ich, oh, und sofort verfügbar. Also das war jetzt gleich da, ich verbinde sie. Die FreeBuds 2 Pro sind, wie ihr seht, verbunden und sollten dann auch schon funktionieren. Das, also ob sie funktionieren, wie sie funktionieren und alles Weitere, findet ihr dann in meinem großen Huawei FreeBuds 2 Pro Test auf Huawei-Blog. Solltet ihr, wie vorher schon mal erwähnt, noch Fragen dazu haben, was ich noch alles testen soll, bitte in die Kommentare und entweder hier auf YouTube oder auf dem Blog und oder auf, in der Facebook-Gruppe. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte schön ein Like, teilt es, erzählt euren Freunden und Freundinnen und Arbeitskollegen und was weiß ich, wen ihr sonst noch alles kennt, von diesem wunderschönen, wunderhübschen Kanal, der Huawei-Blog. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und baba.